Jo Leute, was geht ab? Wir sind heute mal auf meinem Server unterwegs und zwar, wie ihr seht, als Trolls. Ja, gucke ich jetzt frontal in die Kamera oder gucke ich jetzt frontal in die Kamera? Das ist natürlich die Frage, Leute. Findet selbst heraus, schreibt es am besten mal in die Kommentare. Ja Leute, heute dachte ich mir, machen wir es klassisch. Ich bin komplett undercover hier gerade auf meinem Server und wir werden heute ein bisschen Spaß haben. Wir werden einfach ein bisschen Spaß haben. Like jetzt dieses Video, schreib einen netten Kommentar, abonniere diesen Kanal, um bei meinem PlayStation 5 Plus Fernsehgewinnspiel mitzumachen. Wir werden uns einfach mal ein bisschen unterhalten lassen, uns mal ein bisschen treiben lassen, Leute. Wie ihr wisst und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich hier gerade alle Rechte und mit den Rechten werden wir jetzt hier einfach gleich mal ein bisschen Spaß haben. Mal schauen, ob die Leute drauf kommen, wer wir sind. Wir werden es herausfinden. Wir legen los. Was ich euch noch kurz einmal hier noch einmal ganz kurz sagen muss, ist klar, dass wir momentan einen eiskalten Wintersale haben. -22% könnt ihr im Shop sparen. Das heißt, falls ihr Bock habt, mich oder den Server zu supporten, checkt das Ganze gerne ab. Link ist in der Videobeschreibung. Also support gerne rein, falls ihr Bock habt. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Server und ich würde sagen, wir gucken doch einfach mal, wen wir hier zuerst mal einen kleinen Besuch abstatten. Gehen natürlich erstmal in den Vanish, sodass wir hier nicht mehr gesehen werden können. Okay. Das sollte normalerweise nicht so aussehen, aber egal. So, wir können erstmal das Starter-Kit hier direkt einfach mal rausklären. Brauchen wir nicht. Wir haben schließlich Game Mode 1, Leute. Yo! Wahrscheinlich, oder? Leute, was brauchen wir da, das Starter-Kit? Ja, hier passt das doch ganz gut. Hier können wir rein zufällig vorbei, natürlich. Und ich würde sagen, wir stellen uns erstmal hier auf ganz, ganz unauffällig. Mal schauen, ob wir bemerkt werden. Anscheinend nicht. Dann erschrecken wir ihn halt ein bisschen. Ja, na? Komm schon, dreh dich um. Er dreht sich nicht um. Hallo! Dreh dich doch mal um, Mann! Er dreht sich einfach nicht um. Ah, okay, ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen hinterherlaufen. Ja, gut. Hallo, sag mal, willst du dich auch immer mal umdrehen? Hallo? Hallo? Er ignoriert uns. Ja, das hat ja super geklappt. Da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir ihn aber erschrocken und... Oh, er ist wieder weg. Wir gehen einfach mal hinterher. Er ist schon wieder weg. Leute, er ist einfach disconnected. Kann das sein, dass wir ihm ein bisschen Angst gemacht haben, Leute? Kann das sein, dass wir ihm dezent Angst gemacht haben? Ich glaube ja. Aber na gut, Leute. Na, was ist denn mit ihm? Ich glaube, der sieht nicht so aus, als hätte er gerade Bock auf uns. Na gut. Okay, Leute, das sieht so aus, als würde hier gerade jemand seinen Plot aushüllen. Und, tja, finde ich aber nicht so toll, Leute. Ich glaube, es wird hier mal an der Zeit, dass hier mal wieder ordentlich was an Stein hinkommt, würde ich auf jeden Fall sagen. Kommt, Leute, wir bauen hier erstmal wieder ein bisschen Stein hin. Ja, er baut weiter ab. Er baut weiter ab. Nein. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Das geht nicht. Wir brauchen mehr Stein hier. Mehr Stein. Wir brauchen mehr Stein. Er sieht uns immer noch nicht. Wir bauen munter weiter. Stellt euch einfach mal vor, ihr baut hier euer Grundstück, wollt euch einen Keller bauen und da kommt da auf einmal so ein Otto an und baut euren Stein da wieder hin. Ey, ich würde ja mal komplett los müssen, Leute. Ich mache einfach mal weiter. Mache einfach mal genau das Gegenteil. Heute ist Gegenteiltag, Leute. Ganz einfache Geschichte, wie ihr das hier seht. So, eigentlich dauert mir das auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Und es interessiert ihn einfach immer noch nicht. Er sieht uns einfach nicht. Er hört nichts, er sieht nichts. Wir können hier, ich schwör's euch, wie lange können wir das noch hier so durchziehen? Ganz easy, ganz entspannt. Ja, komm. Wir machen unsere Arbeit auch richtig, ne? Wir schaffen das noch hier einmal alles wieder voll aufzufüllen, ich schwör's euch. So, also jetzt aber so langsam muss er uns doch mal sehen. Ich habe eine lustige Idee, Leute. Das wird's jetzt komplett sein. Wenn er... Oh. Schnell in den Vanish. Seine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Ach, er baut munter weiter. Okay, wir hätten gar nicht in den Vanish gehen müssen. Wir bleiben trotzdem mal hier drin, weil jetzt, Leute, werden wir hier mal eine vernünftige Wand ziehen. Genau so, Leute. Genau so und nicht anders. Aber, warte mal, fällt ihm das immer noch nicht auf? Es fällt ihm immer noch nicht auf. Das muss ihm doch aber jetzt auffallen. Es fällt ihm nicht auf. Doch, jetzt. Jetzt fällt es ihm auf. Ja. Auf einmal ist da diese Wand wieder. Kringelknuddel. Oh. Okay. Sie ist oder er ist auf jeden Fall noch da, okay? Aber wir haben ihn anscheinend auf jeden Fall erschreckt, Leute. Er ist einfach weg. Wo ist er? Wo ist denn der jetzt hin auf einmal? Okay, jetzt ist er hier. Hm.
glaube, wir können mal aus dem Vanish rausgehen und hier so ein bisschen ihn beobachten. Ey, ich will ihn jetzt hier erschrecken, Leute. Ich will ihn erschrecken. Okay, ja gut, dann halt nicht. Ciao. Ich würde mal vorschlagen, dass hier mal jemand ein bisschen Erde auf seinem Grundstück braucht. Weil Erde kann man nie genug haben, Leute. Erde kann man wirklich nie genug haben. Erde ist wirklich das wertvollste Mineral in ganz Minecraft, müsst ihr euch vorstellen. Und deswegen braucht man ganz viel Erde. Und normalerweise könnte ich jetzt auch Kisten kopieren. Was aber leider nicht funktioniert. Aber immerhin haben wir hier Erde, Leute. Wir haben Erde. Geil, oder? Geil. Was macht denn Kringel? Ach, Kringel hat sich verpisst. Okay. Dann tut's mir leid, Kringel. Ich wollte dir nicht deinen Abend vermiesen. Aber hier hast du ein bisschen Erde. Und wir wollen mal nicht so sein. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier bei... Ja gut, ja moin, ich hab den Namen vergessen. Wie war der Name? Lesjan. Wir sind hier gerade unten in seiner Rote-Bete-Farm. Und hier kann man doch eigentlich auch mal so langsam ein bisschen Wasser runterlaufen lassen. Oder wie seht ihr das? Das sieht doch eigentlich mittlerweile erntereif aus. Kommt, wir machen hier mal ein bisschen Wasser. Ich glaube, wir sind bis jetzt sogar ganz gut damit durchgekommen. Okay, das ist jetzt natürlich die Frage. Ja, genau, so macht man das. Oha, wie hübsch das aussieht. Ja, tut mir leid, Emsian, dafür hast du jetzt auf jeden Fall genug zu essen. Oha, wie groß ist denn das hier? Ja, kommt, geh euch ein bisschen weiter runter hier. Ja, fühle mich jetzt schon auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen, weil jetzt die ganze rote Beete einfach halt wirklich einfach irgendwo hingeflossen ist. Ich habe nichts gemacht, Leute. Ich bin gar nicht hier gewesen. Hier ist er. Hallo? Hallo. Aufwachen. Warum sind immer alle AFK, Mann? Alle sind sie immer AFK. Komm, nimm wenigstens hier deinen Bums. Alles klar. Dann guten Hunger, mein Lieber. Okay, hier sind wir wieder hinter jemandem und. Alter, was? Okay, nee, das ist nur ein Rand. Ich dachte schon, was der hier an Beacons hat. Das wäre unmenschlich gewesen, Leute. Gut. Na? Jetzt kann ich mich umdrehen und er weiß nicht mehr, wie er beobachtet wird. Das ist natürlich was. Aber irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Der Rasen war schon besser, Leute. Ich fand den Rasen echt besser. Wir nehmen mal den Rasen. Es geht auch nichts über den feinen englischen Rasen, Leute. Ja, lass dich gar nicht stören von mir. Ich baue nur Rasen hin. Alles gut. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur der Gärtner hier heute. Es hat ihn wieder einfach nicht interessiert. Es hat ihn einfach nicht interessiert, Leute. Also ganz im Ernst, Leute, wenn hier jemand auf mein Grundstück kommt und jemand anfängt, auf einmal Rasen zu setzen, da wäre es mir auf jeden Fall nicht scheißegal. Aber es interessiert ihn einfach nicht. Oder er hat es gar nicht gecheckt. Ich glaube, er hat es einfach gar nicht gecheckt. Ja, moin. Ja, schreibt uns jetzt an, hä? Ja, lass den Rasen, Digga. Blöchen. Ich schreib mal einfach jetzt, ja, lass den Rasen, Digga. Als wenn ich mich hier irgendwie einmischen dürfte. Nee, schreibt er jetzt. Doch. Jetzt lass mal den Rasen hier, Junge. Wer bist du? Ich mag Rasen. Ja, wie lange willst du das Spiel noch durchziehen? Wie lange will er das Spiel noch mit mir durchziehen? Leute, ich muss heute auch schon wieder wirklich so hart los, ey. Kommt, ich werd mich jetzt selber durchsetzen. Ich werde meinen Willen jetzt selber durchsetzen, Leute. Ich will jetzt, dass hier Rasen ist, Mann. Er schreibt, hör doch auf. So, und wisst ihr, was er jetzt von mir bekommt zum krönenden Abschluss? Okay, Schaufeln sind nicht in der Winterkiste drin, aber Leute, es gibt jetzt auf meinem Server durchrasten.de eine Winterkiste. Heißt, es sind limitierte Items auf meinem Server hier in der Winterkiste, die es nur jetzt in der Wintersaison gibt. Also checkt das Ganze ab, wenn ihr Bock habt. Er kriegt jetzt von mir auf jeden Fall erstmal eine Schaufel, damit er es hier wegmachen kann. Komm, nimm den Kiesschaufler, mach's weg. Alles easy. Da freut er sich noch. Alles klar. Leute, das war's dann. So, Leute, das war's dann jetzt auch für heute. Checkt auf jeden Fall meinen Server ab. Denkt an unsere 22% Winter-Sale-Aktion. Das heißt, falls ihr Bock habt, wie gesagt, den Server zu supporten, checkt das Ganze, wie gesagt, ab. Nicht, dass ihr euch im Nachhinein ärgert, dass ihr was verpasst habt. Ihr könnt auch komplett kostenlos auf meinem Server spielen.
Die Server-IP ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Kommt alle vorbei, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns zu einem erneuten Video bald wieder. Haut rein, ciao, ciao. Ja, ihr habt es richtig mitbekommen, Leute. Momentan könnt ihr das hier gewinnen. Diesen 65 Zoll 4K Fernseher und eine PlayStation 5, Leute. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist jetzt hier unter diesem Video einen Kommentar zu schreiben und auf korrekt einmal abonnieren und liken, Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Ganze wird folgendermaßen ausgelost, Leute. Ein Video im Zeitraum vom 1. bis zum 31. Dezember wird ausgewählt und unter dem Video wird dann ein Kommentar zum Gewinner gekürt. Das heißt, fleißig kommentieren, Leute, und auf korrekt liken und abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch allen viel Glück.